Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um den Ballet-Adventskalender. Und zwar um Türchen 7 bis 12. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was drin sein wird. Und ich öffne jetzt gleich das siebte Türchen. Und das ist hier. Und hier ist drin ein Hand- und Nagelbalsam. Und zwar steht hier drauf: starke Nägel und geschmeidige Hände. Hier sind 20 ml drin. Und es ist mit Sonnenblumenöl, Keratin, Panthenol. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde jetzt auch mal dran riechen. Ich denke aber, dass es vielleicht gleich riecht wie die von letztem Jahr. Ja, riecht ungefähr gleich. Einfach cremig, so ein bisschen süßlich. So, Türchen Nummer 8 ist hier. Und hier ist drin ein Glow Tonic, zarte Pflege. Und hier steht drauf, das Mini Tonic mit der sanften Formulierung entfernt Schmutz und Make-up-Reste und sorgt für einen frischen Tag. Ich habe es gerade mal auf meine Hand. Es soll quasi wie ein Gesichtswasser sein. Es ist auch sehr wässrig, also nichts zum Cremen, wie er letztes Jahr in dieser Form drin war, sondern halt wirklich ein Tonic, also ein Gesichtswasser. Und es riecht recht frisch und angenehm. Es ist auch jetzt recht schnell in die Haut eingezogen, also es bleibt nicht ewig lang auf den Händen, beziehungsweise auch im Gesicht dann später. Und in dem Türchen steht: If you want to give light to others, you have to glow yourself. So, Türchen Nummer 9 ist hier. Und hier ist eine Gesichtsmaske drin. Und zwar von Balea, die wärmende Gesichtsmaske mit Salicylsäure und Zink für unreine Haut. Ich denke, das wird die sein aus dem Standardsortiment diesmal gab. Und hier sind drin 2 x 8 ml. Perfekt für kalte Wintertage. Reinigung mit Wärmeeffekt. Die Poren werden verfeinert für ein klares Hautbild. Auf trockene Haut auftragen, 3 Minuten einwirken lassen, anschließend mit lauwarmem Wasser abwaschen. Augenbereich natürlich aufsparen und ein- bis zweimal wöchentlich benutzen. Packung reicht für 2 Anwendungen. Ich finde das Design ganz schön hier mit diesen Bäumchen drauf und ja, eben sehr, sehr schön winterlich. Mag ich auf jeden Fall So sieht die gerne. eben aus. Wie gesagt, 2 x 8 ml. Türchen Nummer 10 befindet sich hier. Und hier ist drin ein erfrischendes Waschgel für normale und Mischhaut. Und es sind wieder 20 ml enthalten. Es war ja, ich glaube, im zweiten Türchen ein Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Und ich glaube, ich weiß es nicht sicher, dass das dieses mit Grapefruit ist, das ist im Standardsortiment. Ich bin mir aber echt unsicher, weil ich es eben noch nicht ausprobiert habe. Und das hier könnte einfach das Blaue sein, das im Standardsortiment. Also vom Duft her auf jeden Fall. Mal gucken. Auch sehr schön hier mit den Glocken drauf. Und ja, eben wie gesagt, 20 ml werde ich auf jeden Fall auch austesten. Wird wahrscheinlich auch unter die Dusche So, kommen. Türchen Nummer 11 ist hier. Und in Türchen Nummer 11 war Bodylotion Lovely Moments mit Vanilleduft. Hier sind 50 ml drin. Das Design finde ich eben auch ganz schön. Ist halt wieder dieses Lila. Ja, und riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön nach Vanille. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Türchen Nummer 12. Und hier ist drin eine Overnight-Fußmaske mit Kirschblüten- und Pflaumenduft und 20 ml. Ich fand ja die Fußcreme aus letztem Jahr sehr, sehr schön. Ich werde jetzt hier mal dran riechen. Ich hoffe natürlich, die ist vom Duft her auch toll. Ja, die riecht auch richtig schön fruchtig, gar nicht nach Fußcreme. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kirschblüten- und Pflaumenduft, wie gesagt. Und ja, 20 ml sind drin. Werde ich auf jeden Fall testen. Und das war das letzte Türchen für dieses Video. Heute ist der 12., heute ist Mittwoch und ich hoffe natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon Produkte getestet habt. Und wenn ihr die Produkte noch nicht getestet habt, könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr sie so findet vom Duft her. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!